So, und jetzt geht ja was dann wieder zurück zum Schiff. Ich weiß, ich könnte mich hier noch ein bisschen umgucken, aber ich will Action. So, wo war denn mein Schiff überhaupt? Beim Präsidium? Oder beim Bezirken? Ich weiß gar nicht, wo mein Schiff ist. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal wieder dort. Ich bin noch bei den Händlern irgendwo da in der Nähe rausgekommen, ne? Bei den Botschaften meine ich. So, jetzt brauche ich erstmal einen neuen Tee in der Tasse. Und dann muss ich, glaube ich, hier irgendwo bin ich doch lang gelaufen, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich glaube schon. So. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Wo bin ich hergekommen? Bin ich. Wo bin ich denn hergekommen? Da. Ja, doch, klar, da. Also. Da runter. Oha, jetzt wieder runter. Und dann, ne? Und dann gehen wir auf Weltreise. Nein, nicht nur Weltreise, gehen wir auf Galaxiereise. Auf Weltraumreise. Ahaha. Ne, keine Ahnung. So, hier. Da wollte ich hin. Lass mich rein. Wir rein. Fahrstuhl. Zur Sicherheitsakademie, also okay. Dann werde ich gleich demnächst dann, oder erst wenn ich auf dem Schiff bin, denke ich mal, werde ich dann mal in mein Journal gucken, was ich so für Aufträge habe noch. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Boah. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Ja. Schöne Fahrstuhlmusik wenigstens, ne? Und da sind wir dann auch da. Ach ja, hier sind wir. Gut. Gut. Also, oh, jetzt gleich wieder Fahrstuhl fahren. Oh, so ein Kack. Aber erstmal kurz gucken. Ich guck mal jetzt schon mal die Mission an. Okay, das sind die gleichen. Da gucke ich später. Ach genau, das wird mich, glaube ich, fast interessieren. Oder was ist. Was ist denn eigentlich das Sonnensystem des lokalen Clusters? Ich weiß gar nicht genau, wo ich die VI beseitigen soll. Aber. Ja, keine Ahnung. Ach, und meine Dings ist hier, bin ich auch gar nicht losgeworden. Hier, ne? Warte. Das ist ja eigentlich. Hier bin das da. Egal, ach, ich gehe dann, glaube ich, einfach jetzt mal die Mission von unten nach oben durch, damit dann, ne? Los, Fahrstuhl, damit ich das dann besser sehe. Ja, ich glaube, das mache ich so. Einfach so quasi chronologisch vorgehen. Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. Oder ich flieg halt weiter erstmal die Planeten alle ab. Ach, ich weiß gar nicht. Ne, ich glaube, ich mache Mission. Das sollte ich mal tun, ne? Das wäre mal so angebracht, finde ich, ja, ne? Ich will ja XP kriegen. Ich brauche ja XP, damit ich ganz viel Level aufsteigen kann und alles und so, ne? Na gut. Auch immer noch nicht oben. Oh. Ah, da sind wir auch schon. Haha. Los. Nein, was? Der fährt noch weiter? Nein, das war die Tür. Ich dachte gerade schon. Meine Güte. So. Also, ab zum Schiff und dann gucken wir nochmal. Normandie betreten. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiviert. Ja, schön und gut. So. Lass mich aufs Schiff. Ich will aufs Schiff. Nein, da lang. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Okay. So, dann gucken wir jetzt mal. Also, wo soll ich hin? Oh, da auch noch was. Das ist neu. Ach ja, genau. Hades Gamma Cluster. Nein, ich will erstmal hier. Hydra System Argos Roh Cluster. Okay. Neuer Och, noch Nachrichteneingang. Stelle mehr. durch. Hilfe.
Commander, die Story von Miss Al-Jelani über Sie wurde gerade veröffentlicht. Sie hätte Sie nicht so überfallen dürfen, aber Sie haben sich gut aus der Affäre gezogen. Wir waren verschiedener Meinung, Sir. Ich hoffe aber, dass sie von meiner Aufrichtigkeit überzeugt ist. Sie haben sich sehr gut verhalten, Commander. Sie hat sich unmöglich benommen. Aber da ist noch eine andere Sache. Die Zitadelle hat versucht, es runterzuspielen, dass Saren außer Kontrolle ist. Keine gute Werbung für die Spectres. Ihn zu erwähnen, war politisch nicht klug. Ja, es ist, ne? War denn der Rat sehr verärgert? Ziemlich. Aber machen Sie sich keine allzu großen Sorgen, Commander. Sie ärgern sich ja immer. Aber ich will Sie nicht länger aufhalten. Fünfte Flotte... Na gut. So. Wo sollte ich jetzt hin? Argos Roh? Kann das? Ja? Weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß echt nicht mehr. Jetzt wieder nicht mehr, weil die dazwischen gelabert haben. Die sind doch alle doof, ey. Gibt es ein Argos Roh? Oh, da muss ich ja. Das lokale Cluster. Ich glaube, da gehe ich dann doch gleich mal hin. Hades Gamma... Ja, komm, gehen wir erstmal hier zum lokalen Cluster. Weil ich da das mit der VI dann doch jetzt mal mache. Soweit ich das verstanden habe, muss das ja da gewesen sein, ne? So. Also doch wieder einen anderen Auftrag gemacht, aber einfach nur, weil ich gerade wusste, wo was wie wer, ne? Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Babam, so. Fliegen wir ganz schnell weg und weiter geht's. Ach, das ist mit lokal gemeint. Geil. Haha. Sehr schön. Kann ich denn die Planeten hier erkunden, wenigstens? Schade. Ob man hier schon auf den Mars kann? Wäre natürlich sehr interessant, aber ich glaube fast nicht, oder? Und ich kann keine untersuchen. Na gut, ich meine, logischerweise eigentlich schon, weil wir eigentlich schon alles hier erkundet haben sollten, ne? Kann ich wenigstens auf den Mond? Er wird auf jeden Fall angezeigt. Das wäre natürlich sehr... Warte mal. Jetzt doch bei Mars will ich mal gucken, was da steht. Aha. Hm. Ich wäre trotzdem gerne auf den Mars gegangen, hätte mich interessiert. So, zur Erde guckt man natürlich zum Schluss, ist ja klar, ne? Was gibt es denn auf der Venus? Auch nix. So, kann ich denn auf den Mond? Ich kann auf den Mond, geil! Ich sag bloß, jetzt kann ich auf der Erde nicht landen, das wäre natürlich richtig blöd. Ich kann echt nicht auf der Erde landen, oh, das ist ja dumm. 11,4 Milliarden Menschen, meine Güte. Dann kann ich echt nur auf dem Mond landen? Ich will auf der Sonne landen. Nein, hier komm, ab zum Mond. Dann ab zum Mond. Landen. So, das übliche, Mensch muss ich ja nicht mitnehmen zum Mond, weil, ne, gehört ja sowieso zu uns. Nehmen wir lieber die mit, die kennen das vielleicht noch nicht so. Sehr schön. Bin ich mal gespannt, wie sich das hier alles so auf dem Mond verhält. Oder was man alles hier so finden kann. Wie sieht's denn hier aus? Da ist Zeugs, da bin ich. Okay, dann ab dafür. Ich will zu den Trümmern. War doch jetzt hier die Richtung, ne? Jawohl, haha. Ob es auf dem Mond auch irgendwelche Monster gibt? Glaube ich eher nicht, aber wäre auf jeden Fall lustig. Hier gibt es wahrscheinlich echt gar nichts, außer vielleicht, dass hier Rachen hier hingekommen sind. Ich glaube nicht unbedingt, dass sie hier überleben können. Müsste mein Auto Töff-Töff nicht viel besser hier schweben oder so? Weiß nicht. Irgend sowas in der Art halt. Wir sind fast da bei den Trümmern. Na los, schneller! Da geht. Huch! Wenn ich so fahre, wird es wahrscheinlich eher nicht schneller. Na gut. So. Husch, husch. Und stopp. Aussteigen.
Na, ach, ich kann ja gar nicht springen. Mann, jetzt wollte ich so gucken, ob ich cool springen kann, aber der springt ja gar nicht. Wow. Ja, ich will das bergen. Lass mich das bergen. So, ja, natürlich will ich das erstmal manuell versuchen. Nein! Ah! Verdammt! Nochmal! Ach, Manu! Ah, da war ich gerade irgendwie sehr unaufmerksam. Na gut, viel kann es auf dem Mond eigentlich auch nicht geben, ne? Aber ich will zu dem Testgelände da. Das muss ja immerhin sein. Los, einsteigen. So, wie komme ich da hoch? Einfach hier, querfeldein. Ja, komm. Das schaffen wir! Und noch höher. Denn ich will hoch hinaus. Ach, hahaha. Achso, okay, ich dachte gerade, hä, was da los, aber. So. Und hier irgendwo ist das, ne? Sagten die mir. Doch irgendwie. Da hinten. Oh, geil. Aber das lokale System einfach. Oh, da bin ich echt nicht drauf gekommen. Wo das eigentlich logisch ist, ne? Na egal. Sind das große rote böse Punkte? Darf ich die töten? Na? Wen haben wir denn da? Oh. Sind echt böse, oder? Schon dumm, wenn unsere Verteidigungsanlagen sich gegen uns richten. Verdammt, jetzt habe ich daneben, aber richtig derbst daneben geschossen. Nicht mein Auto. So. Nein, Alter! Oh, egal. Repariere ich demnächst bestimmt mal wieder. So, und jetzt noch da. Kaputt machen. Hab ich getroffen? Ja, ich habe sogar getroffen. Geil. Bam, und komm schon. Hier noch den letzten. Babuts. So. So viel dazu. Ach so, kaputt sieht mein Auto jetzt auch nicht aus, ne? So, dann gehen wir mal da rein. Und gucken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt von allen drei Gebäuden zu dem einen reingekommen wäre oder ob ich jetzt in alle drei rein muss. Ach du. Sieht irgendwie ganz schön viel aus, was ich da machen muss. So, hier gibt es aber bestimmt ganz viel Scheiß. So, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann habe ich keine Chance, dass... Nein! Oh, so knapp! Ah, ist das doof. Es war so knapp, aber ich habe mich mal wieder zu blöd angestellt. So. Aber jetzt, den kriege ich auf. Nein! Ach, Mann! Ich bin gerade echt... Na, zu blöd. Und dann werde ich zu hektisch und ach, Mann, oh. Ich krieg's gerade echt nicht hin. Na egal, es gibt Gegner. Rote Punkte. Wahrscheinlich nur irgendwelche Turrets oder so. Angriffsdrohnen, ach du Kacke. Wow, wow, wow! Da fällt mir gerade ein, ich sollte mal vielleicht versuchen, mich zu heilen. Wow, ich bin hier auf jeden Fall... Oh! Ah, ich bin gerade schon gestorben. Oh. Ha! Ich glaube, das sollte ich anders regeln. Oh Mann, das war jetzt aber nicht gut. Och, ernsthaft? Ah, oh, gut, da habe ich jetzt natürlich gar nicht dran gedacht, dass ich... Natürlich auch sterben könnte. Ach, fuck. Da werde ich mal direkt dann davor nochmal speichern. Oh, aber habe ich nochmal die Chance, die Schränke zu öffnen. Oh, Mann. Das war jetzt... die Situation hat mich jetzt total überfordert irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Naja, gut. Weißt du... Ich bin jetzt einfach eingerostet. Ich war zu lange auf der Zitadelle, also da bin ich jetzt schwach geworden. Aber warum denn so viele Kackdinger da, ne? So viele auf einmal, da muss man doch irgendwie besser rumkommen. Weiß auch nicht genau wie, aber es muss gehen.
Ich nehme eine andere Waffe, weiß ich auch noch nicht. Hm. Könnte ich auch noch irgendwie Granaten werfen oder so? Die wären vielleicht gar nicht so schlecht. So. Na dann, neuer Versuch hier. Jetzt darf ich das noch nicht verkacken, aber... Es war ganz schön knapp, aber alles nehmen. Genau, ich könnte eigentlich auch mal jetzt mal gleich wieder ein paar Updates dann bei meinen Waffen reinschmeißen oder so vielleicht. Wer weiß. Erstmal will ich wieder nach da. Ja, komm nach. Oh. Ernsthaft? Einfach so cool rüberfahren und dann überschlägt er sich einfach so blöd. Geht ja wohl gar nicht, klar. So, hier ab nach oben. Jetzt weiß ich schon mal, was mich erwartet irgendwie anscheinend. Ach, die Erde. Sehr schön. So. Fahren Sie schneller. Aber mehr gibt es dann hier auch nicht, oder? Na, ich werde mich danach dann vielleicht nochmal hier umgucken, wenn ich das die Mission geschafft haben sollte. Aber okay. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was mich erwartet. So, zack, bam. Ich möchte auch denken können, aber trotzdem, ne? Mach kaputt, Junge, mach kaputt. Bam, geil. So. Bam. Ja, komm, wird mein Auto halt ein bisschen getroffen. Mir doch jetzt gerade egal. So. Und noch die beiden. Die kriegen wir auch noch down. Und babum. Babum. So. Jetzt steigen wir aus. Und speichern. So, geil. Ja, gehen wir erstmal wieder da rein. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, in welches Gebäude wir reingehen, oder? Ich denke mal nicht unbedingt. Haben wir denn mal hier, nehme ich vielleicht die Waffe. Weiß gar nicht. Weiß gar nicht. Egal. Werden wir gleich dann nochmal überprüfen. Erstmal hier, speichern wir kurz. So. Auch wenn ich jetzt den Spind vielleicht nicht aufkrieg. Nein, so knapp. Nein, ach, ich schaffe es wieder nicht. Ma, egal. So, ich weiß jetzt nicht, ob wo was Besseres drin ist. Ich habe halt nur Universalgel für einen, ne? Befürchte ich ja. Haha, haha. Alles nehmen. Oh, geil. So, ich glaube, da waren gute Sachen dabei. Kann ich den... Ach, wenn ich den Energieanschluss kaputt mache, dann haben doch die Drohnen da bestimmt keinen Saft mehr. Probiere ich gleich mal. So. Speichern wir mal kurz. Jetzt wieder alle 2 Meter speichern, ne? So, kann ich den kaputt schießen? Oder so? Sieht auf jeden Fall jetzt kaputt aus, oder? Ist jetzt die Frage, ob jetzt, also ich frage mich halt jetzt, ob die Roboter da drin jetzt halt... Warum schnell speichern fehlgeschlagen? Warum? Ach so! Weil wir hier noch alle... nicht ganz heile sind. Jetzt? Nein, immer noch nicht. Oh, ich will auch schnell speichern. Egal. Ich habe jetzt vor nicht allzu langer Zeit gespeichert, da geht das ja. So. Naja, oh, immer noch nicht. Warum denn? Ah, ich glaube, das wird so nix. Wie konnte ich Granaten werfen? Also, das hat auf jeden Fall nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Hilfe! Tschüss! Folgt mir, meine Freunde. Nein, ich wollte doch das Scharfschützengewehr. Mann! Ja, komm! Bam! Geil! Besser geklappt als erwartet, aber finde ich ganz gut. Ich glaube, ich sollte hier lieber einen auf Scharfschütze machen. Glaube ich, gesünder. Dann kommen die nicht alle auf einmal. Huch, Hilfe. So, wieder Rückzug. Und warten, ob die noch um die Ecke kommen. Das wäre natürlich geil. Wow.
Oh, jetzt schießt er daneben. Also ich. Aber er. Bam, immerhin. So. Schon mal gut. Hallo? Schießt der mal? Und dann noch irgendwo hitzen oder was? Also am Unterkühlen. Abkühlen. Meine Güte. Hm. Also klappt das auf jeden Fall besser, als wenn ich einfach nur blind links reinlaufe. Merke ich gerade mal so. Ganz viel Medigel. Jetzt kann ich sogar 6 Medigel tragen. Geiler Scheiß. Bam. So. Hallo? Ich treffe nicht. Ich bin gerade echt so schlecht. Bam. So. Kann ich kurz speichern? Nein, immer noch nicht. Egal. Komm. Hier sind nämlich noch ein paar. Nicht viele, aber ein paar. Nein, jetzt schieße ich da zwischen den Beinen durch, aber egal. So, ich wollte eigentlich auf das Energieding da hinten schießen. Nein, verdammt. Schafft das. Ich sollte vielleicht doch mal auf mein Scharfschützengewehr noch ein paar Upgrades machen, wenn ich das sowieso benutze. So, einen gibt's noch, wie ich jetzt sehe. Bam. Und bam. So. So viel dazu, kann ich jetzt speichern? Nein, warum kann denn die speichern? Ich will nur speichern. Egal. Hier noch ein Energieanschluss. Ich mache jetzt einfach alles kaputt, was ich finde, ne? Bam, so. Darf ich jetzt speichern? Warum darf ich denn nicht speichern, ey? Ich habe echt jetzt ein bisschen Angst, was hier noch alles so passieren wird.